Hoch die Hände, Wochenende. Und was schafft Blizzard? Der haut tatsächlich noch einen Patch raus in Richtung Diablo 2, dass wir uns gleich mal angucken. Der ist live tatsächlich, der Patch 2.3. Und alle coolsten, besten Veränderungen, die lasst uns gleich mal direkt angucken, damit ihr auch weißt, wo ihr die Menü einstellen könnt. Würde ich mal so sagen, legen wir direkt los an diesem wundervollen Freitag und Abfahrt, ihr Lieben. Eine der schönsten Erneuerungen, die Blizzard reingebracht haben, finde ich tatsächlich in 2.3, ist die aktive Fertigkeitsliste, die ihr hier unten sehen könnt. Und ihr habt sogar zwei coole Modis, die ihr einstellen könnt. Das zeige ich euch einmal ganz kurz. Wenn ihr die Taste Escape drückt, dann geht ihr auf Option, danach auf Gameplay. Hier könnt ihr jetzt einmal die Leiste aktivieren und auch einmal die Schnellzauberleiste einschalten. Und so würde es jetzt aussehen, wenn sie deaktiviert ist. Dann wie gesagt Escape, Option, dann Gameplay. Und hier könnt ihr erstmal nur die Fertigkeitstasten anzeigen lassen. Könnt ihr auf Übernehmen gehen. Und wenn ihr den jetzt zum Beispiel auf F5 drückt, dann macht die gar nichts. Dann wird das nur unten hier rechts wieder eingestellt. Und dann könnt ihr das mit der Taste wieder auslösen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr wieder Escape geht, auf die Option und auf die Gameplay. Dann könnt ihr auch hier den Schnellzauber ausführen direkt. Das heißt, ihr habt hier nochmal einen Zwischenschritt. Erstens könnt ihr euch die Zauber anzeigen lassen, die ihr eingestellt habt. Und jetzt könnt ihr nur noch über die F5-Taste den Zauber spammen. Das finde ich schon mal sehr cool, dass sie das eingebracht haben. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein unten, was haltet ihr von der neuen Skill-Leiste, die wir jetzt reingebracht haben. Ich finde sie sehr schön, da ist nicht so viel Schnickschnack dran, sie ist direkt auf den Punkt gebracht und sehr praktikabel. Finde ich cool, Blizzard, dass sie sie so reingebracht haben. Sehr schön gemacht, meines Erachtens. Bin ich mal gespannt, wie eure Meinung zu der Skill-Leiste allgemein ist. Blizzard hat auch mit dem Patch 2.3 eine technische Erweiterung reingebracht. Das ist tatsächlich, dass ihr für die Nvidia-Grafikkarten DLS ab jetzt auch aktivieren könnt, was natürlich auch eine FPS-Steuerung mit sich bringen sollten. Wenn wir jetzt zum Beispiel Escape drücken, dann gehen wir auf Video und hier könnt ihr schon sehen, dass ihr DLS einschalten könnt. Einfach hier raufklicken. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so einen leistungsstarken Rechner haben sollte, könnte zum Beispiel auf Ultraleistung gehen. Was bedeutet DLSS? Das ist ganz simpel, ein Low-Res-Material zum Beispiel, ein 720p oder ein HD-Bild 1080p wird aufgewertet auf WQHD oder auf 4K wird das hochgerendert. Und das ist quasi das Feature, was sie eingebaut haben. Das soll einfach eure Grafikkarte entlasten. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, wird es funktionieren. AMD hat das Feature leider nicht und ist somit leider noch nicht implementiert. Aber meines Erachtens eine sehr coole Idee für die ganzen Leute, die eine Nvidia-Karte haben. Die werden sich auf jeden Fall freuen darüber, über das Feature. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, dass tatsächlich Blizzard jetzt auch die Skalierung reingebracht haben für die Offline-Spieler unter uns. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Offline spielen möchtet, zeige ich euch das mal ganz kurz. Lasst uns einmal reingehen mit dem Barbaren. Wie gesagt, ich spiele meistens eh im Online-Modus und bin meistens offline gar nicht so weit unterwegs. Dann habt ihr die Möglichkeit, Escape zu drücken. Dann geht ihr auf Option. Dann geht ihr auf Gameplay. Im Gameplay-Menü müsst ihr nur ganz komplett runterscrollen. Und ganz unten seht ihr schon Offline-Schwierigkeitsgrad-Skalierung. Hier könnt ihr zum Beispiel hochgehen. Und so wäre es jetzt, wenn ihr zum Beispiel mit 8 Leuten zusammenspielen würdet in einer Party, wie im Online-Modus. Hier könnt ihr das direkt so einstellen. Dann geht ihr auf Übernehmen, Let's Go und dann werdet ihr auch gleich merken, dass das Spiel um einige schwerer geworden ist. Meines Erachtens eine sehr coole Sache, die Blizzard dazu gebracht hat. Finde ich ganz cool und auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache für die Offline-Spieler unter uns. Was Blizzard auch noch für ein Feature mit reingebracht hat, was auf jeden Fall erwähnenswert ist, das nennt sich Force Move. Das bedeutet Bewegung zuerst so gesehen. Wenn ihr die Escape-Taste drückt, dann geht ihr auf die Option, dann auf Steuerung. Und standardmäßig ist das auf E gesetzt, das bedeutet Bewegung erzwingen. Wenn ihr zum Beispiel mit euren Magier irgendwie durch die Gegend läuft und da ist irgendwie eine Horde voll Mobs, dann könnt ihr die E-Taste drücken und dann könnt ihr weiter durchlaufen, dass ihr nicht behindert wird, dass ihr nicht anfangt zu zaubern mit dem Beschwörer oder mit dem Magier und dann vielleicht in irgendeine blöde Lage gerät. Gerade für die PvP-Spieler oder wie gesagt auch für die Hardcore-Spieler ein sehr, sehr cooles Feature, damit sie sich, wie gesagt, nicht in eine Lage reinkommen, wo sie vielleicht nicht zaubern wollen, und sondern nur durchrennen wollen. Könnte auf jeden Fall cool funktionieren, habe ich selber noch nicht ausprobiert, sollten wir auf jeden Fall machen. Was mir aber aufgefallen ist tatsächlich, dass sie das wohl nur im Online-Modus haben, weil wenn wir nämlich mal in den Offline-Modus mal rüber switchen, da finde ich das Feature nämlich gar nicht wieder. Offline-Modus, gehen wir mal direkt mit unserem Barbar rein. Und das hatte mich ein bisschen gewundert, warum die das Feature da nicht mit eingebaut haben, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn wir uns das mal angucken wollen, hier im Offline-Modus, denn unter Bewegung, das war ja hier unter Chat, dann gibt es das nicht. Hier gibt es jetzt kein Erzwingen, kein Laufen, Erzwingen ist hier nicht drin,
was wir im Online-Modus gefunden haben, ist hier leider nicht vorhanden im Offline-Modus. Wieso, weshalb, warum, kann ich leider nicht sagen. Aber schreibt mal gerne eure Meinung rein, woran das wohl liegen könnte, dass sie das hier nicht aktiviert haben. Was Blizzard auch noch sehr cool reingebracht hat, finde ich tatsächlich, an dem Patch ist, dass sie die Glitches rausgenommen haben, dass du nicht mehr durch den Boden fällst oder dass du nicht auf einmal in der Luft schwebst. Da haben sie auf jeden Fall sehr viel Bugfixing betrieben. Dann haben sie den Begleiter auch nochmal ein bisschen abgedatet, dass er euch besser folgt, dass er nicht an Wänden hängen bleibt. Zum Beispiel in der Kathedrale konnte man den Begleiter ja festbacken. Zum Teil wurde es auch sogar richtig genutzt, dass er nicht stirbt. Und trotzdem, dass man die Aura weiter nutzen konnte, auch wenn der, sag ich mal, Begleiter nicht in der Nähe war. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren, wenn sie es gefixt haben, richtig. Das sind auch noch Erneuerungen, die auf jeden Fall erwähnenswert, sonst noch ganz viele Fixes, die sie gemacht haben in der UI oder wie gesagt auch Verbesserungen in der UI, dass es optisch auf jeden Fall schöner aussieht, die UI. Auch das Gameplay sieht natürlich schöner aus, was sie jetzt noch reingebracht haben. Also detailreicher, gerade durch das DLS, wie ich finde, haben das Spiel auf jeden Fall mehr gewonnen, leistungsstärker, trotz mehr Detail schon sehr, sehr, sehr cool. Schreibt mal gerne eure Meinung rein, was euer Feature ist. Mein größtes Feature ist tatsächlich die Skillleiste, die wir jetzt haben, die aktive. Was würdet ihr euch noch wünschen? Was könnte man noch mehr an Quality of Life reinbringen? Was ich mir noch wünschen würde tatsächlich für unsere Verzauberung ein extra Gürtel oder zum Beispiel eine extra Box oder eine Truhe, wo wir zum Beispiel die Truhe mit drin haben in unserem Inventar, die vielleicht 3-4 Plätze wegnimmt, die Truhe. Und dann können wir da vielleicht 4 oder 5 Verzauberungen reinbringen. Das wäre nochmal eine coole Erweiterung oder ein Quality of Life, was sie reinbringen könnten. Aber bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Was wünscht ihr euch noch für Quality of Life und Verbesserung bei Diablo 2 Resurrected? Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut durch den Freitag durch. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Und wie gesagt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu rund um Diablo. Schön, dass ihr da seid. Bis dann, euer Fexi. Tschüss, ihr Lieben.